Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Map-Vorstellung. Heute schauen wir uns die Oberbayern an. Die gab es schon im 19er, da habe ich ja drauf gespielt. Willkommen in Oberbayern. Auf der ursprünglichen FS19-Karte gab es 8 Farmen. Im Moment haben wir nur eine. Aber es gibt andere Länder, die gekauft werden können und Platz haben, um ihre Farmen zu errichten. Treffen Sie Ihre eigene Wahl. Diese Karte hat 165 Felder, die kultiviert werden können und ein paar mehr, die verwendet werden können, um zu tun, was Sie wollen. In dieser Reise der Version 1.0 beginnen Sie mit einer Farm und einigen Feldern. Ich werde daran arbeiten, die anderen 7 Farmen in den nächsten Updates hinzuzufügen. Ich hoffe, euch gefällt diese Map. Ich hatte viel Arbeit damit. Hauptsächlich die Verzögerung, um die Genehmigung des Entwicklers für die Konvertierung zu erhalten. Ich konnte von den Entwicklern der alten Positionables keine Erlaubnis bekommen. Also nahm ich mir die Freiheit, einige Änderungen vorzunehmen. Besonderen Dank an dich, Matthias. Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Da habt ihr noch 4 Mods. Müsst ihr euch runterladen, da wäre da einfach draufklicken, wäre da zum Mod-Hub weitergeleitet. Die brauche da zum Spieler auch einfach den in Ordnung mit reinpacken. Ja, dann schauen wir uns die Karte mal an. Ach ja, genau, mir geht mal nur kurz in die Kommentare. Der 6er hier hat da dann geschrieben, das ist der Erbauer von der Karte. Er hat mit der Konvertierung der Map nichts zu tun. Und unterschreibt er denn Freigabe, hat er einen Tag nach der Anfrage bekommen. Ich wünsche euch auf alle Fälle viel Spaß auf der Map und vielen Dank an Fabio. Ich hätte nie die Zeit gehabt, sie zu konvertieren. Also ist alles safe. Keine Konvertierung ohne Erlaubnis oder sonst irgendwas. Dann schreibt da noch einer, die Map ist nicht fehlerfrei. Man soll Finger weglassen. Der 60er hier hat dann geantwortet, er hat die Karte runtergeladen und drauf gespielt. Also sie läuft soweit einwandfrei. Und es wird erstmal von ihm nichts komme, weil er einfach keine Zeit hat. Jo, wir starten auf dem Hof, der uns gehört. Ich glaube, das ist müsste ein Pferdehof sein. Dann haben wir da einen kleinen Schlepper, einen Bührer mit einem Gruber. Und das dahinter ist, glaube ich, ein Massey Ferguson mit einem tiefen Lockerer. Ne, halt. Doch, ein Massey Ferguson, genau. Ja, dann haben wir da noch einen Steier mit einer Sägekombination. Da drüben haben wir eine leere Halle. Da ist nichts drin. Ja, ich habe mir die Karte schon vorher mal angeschaut. Da könnt ihr das Getreidesilo, da könnt ihr Getreide reinfahren. Und da habt ihr nochmal eine kleine Massey Ferguson mit einem Dreschemmel, Tankstelle, Wurzelfruchtlager und da habt ihr einen kleinen Rotzelmarsch, Mähdrescher. Und da dahinter, da rennen wir mal kurz hin. Da habt ihr nur den Pferdestall. Genau. Da einfach Futter reinfahren und da könnt ihr die Tiere kaufen. Sind glaube ich 14 Stück. Ja, genau, 14 Pferde. Und da könnt ihr ein bisschen Pferde betreiben. Das ist die Koppel. Genau. Dann würde ich sagen, fliegen wir mal über die Karte drüber, weil wir können auf die anderen Höfe zappen, weil es die ja noch nicht gibt. Schauen wir uns die Karte mal von oben an. Ja, es ist eigentlich so wie früher. Alles gleich geblieben, sehr schön hügelig. Ihr seht es auch da wieder richtig schön bergig. Auch das Feld bergig. Sehr anspruchsvolle Karte, muss ich sagen. Also ja, da müsst ihr teilweise schon entweder mit kleinen Maschinen schaffen, wenn ihr kleine Schlepper habt, oder größere Maschinen kaufen, die leistungsstärker sind. Genau, auch da alles schön hügelig. Also gefällt mir richtig gut, auch da ihr seht, wie es da wieder richtig schön den Berg runter geht. Ja, ist halt Oberbayern. Da habt ihr ein kleines Haus. Da ist das kleine Dorf, genau. Da hinten müsste irgendwo der Shop sein. Genau, das ist Tankstelle und da kommt der Shop, genau. So wie früher. Das ist irgendeine Verkaufsstelle oder einfach irgendein Kraftwerk oder irgendwas. Da habt ihr ein einzelnes Haus. Da geht es dann zu meinem Hof. Das ist die Getreidemühle, genau. Und den Hof habe ich bewirtschaftet auf dem 19er. Das war ja der mit dem Kuhstall und den Fahrsilos, die dahinter platziert waren. Da war der Kuhstall, da war die Mischplatte, drüben das Farmhaus und da so eine Lagerhalle, wo die Maschine drin standet. Und ich wollte ja den Hof nur als Milchviehbetrieb dazu nehmen. Der hat da Lager gehabt. Das war der Kuhstall.
Und da unten muss man da runterfahren, da waren dann die Silos. Man sieht es auch da, dass da so eine Platte oder so eine Tiefung ist, wo das Fahrsilo einfach so eine Stufe weiter unten ist. Und da auch wieder sehr steile Felder. Also ist eine sehr schöne Karte, gefällt mir richtig gut. Da könnt ihr euch jetzt auch mal auf der Version, könnt ihr euch austoben, könnt euch euren eigenen Hof aufbauen. Finde ich richtig klasse gemacht. Ja, wie gesagt, sehr anspruchsvoll, da wieder ziemlich weit oben. Auch die Felder, wenn man da geradeaus hochfliegt, das ist man schon fast auf dem Ebene. Und wir sind jetzt eigentlich ziemlich weit oben gewesen vom Fliegen her. Da seht ihr, wie es da hochgeht. Das war... irgendeine Verkaufsstelle. Also das war das alte Lohnunternehmen, genau. Da konnte er als Lohner spielen. Das da drüben war die Schweinezucht, soviel ich weiß. Schweinezucht, soviel ich weiß, genau. Da habt ihr auch wieder ein kleines Dörfle. Auch richtig schön angelegt mit den Häusern. Auch der Map-Rand oder Map-Hintergrund richtig toll gemacht. Da habt ihr, glaube ich, auch noch irgendeine Verkaufsstelle. Da könnt ihr Flüssigkeiten, Getreide und die ganze Sache kaufen. Auch da wieder ein sehr hügeliges Feld. Da ist auch wieder eine Verkaufsstelle, genau. Ja, und da geht es dann am Rand entlang weiter. Da auch Gebäude, also nur Zierde. Man kann mal schauen, da habt ihr einen kleinen See. Müsstet aber noch die ganze andere Höfe sein. Das ist der, wo ihr bewirtschaften könntet. Dann kommt da ein Hof. Muss ich gerade schauen. Ne, das ist wieder ein anderer, genau. War das der, wo ich bewirtschaftet habe? Muss ich... Ne, das müsste ein anderer... Ah ja, genau, das ist ein anderer. Da ist man von der Straße ein bisschen zurückgefahren. Das ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich. Tastaturen fliegen. Früher mit dem Xbox-Controller ging alles flüssiger. Aber das kriegen wir auch noch hin. Genau, das ist ein anderer Hof. Da ist mal so die Straße hochgefahren auf den Hof. Der lag so ziemlich an der Straße. War auch, ja, ich glaube 80 Kühe hat er gehabt. Da könnt ihr euch auch einen eigenen Betrieb aufbauen, wenn ihr Bock habt. Dann kommt dahinter ein See. Und da nochmal, das ist ein Sägewerk, genau. Dann war, glaube ich, da nochmal irgendwo ein Hof. Ich glaube, den könnt ihr auch bewirtschaften. Ne, ich glaube, der war auch nur so als Tiere. Da sind wir schon am Maprand. Da kann ich eigentlich, da kann ich jetzt auch gar nicht mehr richtig. Doch, jetzt geht's wieder vorwärts fliegen. Genau. Da sind wir dann wieder bei in dem Dorf mit dem Shop. Ist keine FIFA-Karte, ganz normale Karte. Ja, sehr schöne Felder. Also gefällt mir richtig gut. Da wieder ein kleiner See. Und da sind wir wieder auf dem Hof, genau den, wo ich bewirtschaftet habe. Aber da müsste doch nur mal irgendwo ein Hof sein. Das ist, ne, den finde ich jetzt gar nicht. Wälder habt ihr auch genug, könnt auch sehr viel Forst betreiben, wenn ihr ein bisschen Bock auf Forst habt. Da, ne, das war die Schweinezucht dahinter, das Lohnunternehmen, genau. Ja, schaut euch die Karte einfach selber an. Dann schauen wir mal in die Karte selber. Ja, genau, das ist die Übersicht, also... So wie früher hat sich eigentlich nicht viel geändert von der Karte her. Die Feldpreise, gehen wir mal kurz auf Land. Ja, das sind 3 Hektar, knapp 197.000 Euro. Das sind auch 3,5 Hektar, 228.000 Euro. Da sind wir dann bei knapp 5 Hektar, bei 310.000 Euro. Da sind wir bei 5,5 Hektar. Ja, das sind eigentlich die größten Felder. Ja, mal schauen, was hat das da noch? Ja, das ist 6,8 Hektar hat das. Ich denke mal, das ist schon eines von den größten Felder, 6,8 Hektar. Also, ja, wo haben wir denn ein ganz kleines Feld? Da die 62, ja, 0,7 Hektar. 40.000 Euro, da haben wir 0,66 Hektar, sogar noch ein bisschen kleiner, 40.000 Euro. Ja, also ihr könnt, man kann sagen, von einem halben Hektar bis knapp 8 Hektar ist alles dabei. Da habt ihr auch die ganze Höfe aufgelistet, welcher Hof was ist. Bei dem ersten Hof gehört euch die 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder, 7 Felder, das müsste der Waldgebiet sein, gehört euch dazu. Ja, von dem her super gemacht. Der Hof 4 habe ich mal dazu gekauft und das Feld 94, das weiß ich jetzt gar nicht, habe ich das dazu gekauft oder gehört es euch auch schon zum Starthof, kann ich euch jetzt gar nicht genau sagen. Genau, dann schauen wir mal kurz, ja, die
Getreideart, das sind eigentlich ganz normal Standard, wie man es kennt. Muss ich gerade schauen, wo sind die Getreidearten? Ja, genau. Ja, ganz normal. Wolle, die Hackschnitzel, das ganze Kuchen, Rosine. Das gibt es eigentlich, glaube ich, gar nicht alles auf der Karte. Es gibt Verkaufsstellen, aber das sind ja auch teilweise wieder Standard. Da haben wir Sailing Station Wood Chips. Also könnt ihr Holzhackschnitzel verkaufen. Brauerei habt ihr eine. Alte polnische Eierverkaufsstelle. Baywa Agrar. Ja doch, es gibt ein paar Verkaufsstellen. Aber die sind überwiegend Standard aus dem Spiel. Da haben wir zweimal Fahrzeughändler. Eierverkaufsstelle, okay. Tankstelle habt ihr auch eine, die ist schon direkt hinter dran. Dann habt ihr da Spinnerei. Genau, das ist das alte Gebäude, wo wir vorher gesehen haben. Ja, ansonsten, ja, schaut euch die Karte an. Ich packe euch den Link unten in Beschreibung. Dann schauen wir nochmal kurz in die Log, ob die fehlerfrei ist. Ich habe da jetzt gar nicht reingeschaut, aber so wie sie geschrieben hat, ja doch, sie hat einige Warnings. Ja, probiert es einfach aus. Also bei mir ist sie jetzt ziemlich, oh ja, es sind einige Warnings, aber das sind gelbe Warnings. Weiß ich, zappt das jetzt überhaupt weiter oder ist das schon alles? Nee, das geht gar nicht weiter, wie das aussieht. Ja doch, 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 es geht, oh, da war, okay, einige gelbe, aber normalerweise dürfte die keine. Nur mal ein rote. Ja, das sind ein paar Fehler drin. Probiert es einfach aus. In den Kommentaren haben schon einige drauf gespielt, aber ohne Probleme. Das sind jetzt ein paar Warnings, aber es kann sein, dass die mit den nächsten Updates rauskommen. Er hat ja gesagt, dass er die Höfe, die einzelnen Höfe dazu bauen möchte zu den nächsten Updates. Wie gesagt, Karte ist blieben, alles beim Alten. Sehr schöne Karte, ich freue mich drauf. Schreibt sie in die Kommentare, soll ich mir das 1-Euro-Projekt jetzt auf der Karte spielen und unseren eigenen Hof aufbauen und dafür Gelderland stoppen und das 1-Euro-Projekt auf der Karte spielen, indem wir einen eigenen Hof uns aufbauen mit dem ganzen Bau und dem Ganzen. Oder sag doch, nee, bleib auf der Gelderland und spiel dort dein 0-Euro-Projekt. Und wenn du das dort beendet hast, einfach dann eine andere Karte nehmen. Das dürft ihr entscheiden. Wenn ich keine Antwort von euch kriege, werden wir weiterhin auf der Gelderland bleiben. Okay, wenn euch die Map-Vorstellung gefallen hat, like nicht vergessen, abonniert doch gern meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.